Herr Borchert, Sie arbeiten während Ihres Aufenthalts in Jena gemeinsam mit Stefan Lessenig an einer Aktualisierung der Staatstheorie Claus Offes. Wie ist dieses Projekt entstanden? Das ist ein ganz altes Projekt, entstanden ursprünglich, als wir beide Mitarbeiter an Uni Göttingen waren, uns da kennengelernt haben und festgestellt haben, dass wir beide durch Offes Staatstheorie in unserem Denken stark beeinflusst worden sind. Dass aber andererseits diese Staatstheorie aus unserer Sicht nicht mehr genügend wahrgenommen wird. Und daraus entstand dann der Gedanke, dazu sollte man nochmal was machen. Wir haben dann angefangen mit einem Aufsatz und irgendwann entstand dann der Gedanke, daraus sollten wir ein Buch machen. Und lange Zeit hatten wir beide einfach nicht die Zeit dazu und durch das Kolleg hat sich jetzt hier einfach die Möglichkeit ergeben, das endlich zu realisieren. Können Sie eine zentrale Überlegung der Staatstheorie kurz skizzieren? Oh, dazu könnte man natürlich viel sagen, was ich hier jetzt nicht tun werde. Also ich glaube, der zentrale Punkt ist einfach der Versuch, Offes zu erklären, wie kommt staatliches Handeln unter den Bedingungen von Kapitalismus und Demokratie zustande. Und die Einflüsse sind eben genau diese beiden. Also der Staat ist letztlich gebunden an beides, an kapitalistische Handlungslogiken und an demokratische Handlungslogiken. Und beide stehen zueinander in einem Spannungsverhältnis, sind häufig auch widersprüchlich. Und daraus ergibt sich eben diese Grundspannung, in der der Staat agieren muss. Also einerseits ist er Steuerstaat, das heißt also abhängig von den Einnahmen, die er aus Steuern erzielt. Das heißt, er ist auch abhängig von einer funktionierenden, tendenziell wachsenden Wirtschaft, aus der er dann eben qua Steuern etwas abschöpfen kann. Andererseits sind die wesentlichen staatlichen Akteure halt abhängig von Wahlen, sind also abhängig von der Bestätigung durch die Bürgerinnen und Bürger. Und das weist häufig ja in verschiedene Richtungen und steht eben in einem starken Spannungsverhältnis. Und der Grundgedanke bei Offe und der Grundgedanke, den wir auch nach wie vor richtig finden, ist, dass man, wenn man das konsequent zu Ende denkt und diese Mechanismen, die sich eben aus der Logik von Kapitalismus und Demokratie jeweils ergeben, berücksichtigt, dass man dann auch gegenwärtige Wandlungstendenzen, würden wir sagen, besser erklären kann, als das vielfach heute geschieht. Also insofern ist es der Versuch einfach, dass wir zurückgreifen wollen auf eine Theorie, die ja nun schon über 40 Jahre alt ist. Aber wir denken, dass man damit auch heutige Entwicklungen noch hinreichend erklären kann, eben gerade weil diese Theorie so offen ist. Also es ist keine Theorie, die sagt, wie es ist, sondern eher eine Theorie, die sagt, worauf man schauen muss. Also welches sind die zentralen Kategorien und das kann man, wie gesagt, auch heute noch anwenden. Entgegen vieler Abgesänge auf den Staat sind wir der Auffassung, dass der Staat, und zwar auch gerade als Nationalstaat, nach wie vor absolut prägend ist für das Leben von Bürgerinnen und Bürgern in diesen Ländern und dass die Handlungslogik des Staates sich nach wie vor genau in diesem Spannungsverhältnis von Kapitalismus und Demokratie bewegt. Sie haben es schon gesagt, die Theorie ist inzwischen 40 Jahre alt und Sie haben auch gesagt, dass Sie an einer Aktualisierung arbeiten wollen. Können Sie dazu noch ein paar konkretere Ausführungen machen, wie das aussehen kann? Nee, eine Aktualisierung ist vielleicht zu viel gesagt. Also wir wollen keine neuere Theorie, also quasi ein neues Offe-Buch schreiben, das kann er ja auch noch sehr gut selber machen. Nein, uns geht es darum, eben genau zu zeigen, worin besteht die Aktualität der Kategorien, mit denen Offe arbeitet und wie kann man diese Kategorien auf heutige Entwicklungen anwenden. Und ein Bezugspunkt ist natürlich zum Beispiel das noch nicht mal ganz neue, aber doch noch recht neue Buch von Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit, wo er ja genau versucht, im Grunde mit einem Rückgriff auf staatstheoretisches Denken die gegenwärtige Finanzkrise und ihren größeren Rahmen zu analysieren. Und wir denken eben, dass so ein Projekt, das wir sehr wichtig finden, maßgeblich davon profitieren könnte, wenn man eben wirklich dann diese Kategorien auch anwendet, was Streeck nicht tut. Also insofern würden wir da gern mit dem Rückgriff auf Offe versuchen, eine noch bessere, noch adäquatere Analyse gegenwärtiger Entwicklungen zu erreichen. Das ist unser Ziel. Also nicht unbedingt jetzt eine neue Theorie zu entwickeln.
Das Problem bei Offe ist ja, dass er seine eigene Theorie nie im Zusammenhang in einem Buch dargelegt hat, sondern es gibt eine Vielzahl, und Vielzahl ist hier wörtlich gemeint, mehrere hundert Artikel, Vorträge, Aufsätze an verschiedensten Orten, disparat publiziert, teilweise nicht publiziert. Und diese Theorie findet sich eben in verschiedenen Elementen jeweils in diesen Publikationen, aber eben nie im Zusammenhang. Das heißt, die Aufgabe für uns besteht zunächst mal darin, überhaupt diese Theorie als Ganze zu rekonstruieren in ihren wesentlichen Elementen und dann eben zu demonstrieren, was man damit auch heutzutage noch alles machen kann.